Willkommen zurück bei Glorious Gaming und Bioshock Infinite. Willkommen zurück zur Halle der Helden. Bin gespannt, was wir hier alles entdecken werden. So, ich mache mich schnell weg. Dann können wir direkt weitermachen. Stark umkämpft die Halle der Helden. So, kann ich nichts machen. Suche nach Shock Jockey. Eine neue Kraft. Elektrisierende Kraft. Mal gucken. Ehrenkräfte, wir haben gar keine Kohle. Präzisionsboost ebenfalls. Keine Kohle mehr. Ich hab einen Cornelius Slate. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Mhm. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei es drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Unser Prophetvater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Mein Gott. Siehst du, du bist ein Killer, Booker. Gib uns das Schock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. Wounded Knee und Peking. Auf geht's. So eine Rundreise. Hey, cool. Jetzt mal das und dann nehme ich Schilde. Genau das, was wir jetzt brauchen. Okay, also hier geht's nicht weiter. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Präzisionsboost für Maschinengewehr. Verringert Streuung. Das ist gut. Weniger Streuung mit Maschinengewehr ist super. Was verkauft der? Munition. Auch nicht schlecht. Okay, gehen wir erstmal nach Wounded Knee und dann nach Peking? Oder erst Peking und... Ja, komm, ich mach Peking. Hey! Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Okay. Interessant. Ein Hut.
Mega cool gemacht. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Denk daran, wofür wir kämpfen! Was? Wo kommen die? Da. Wow, was ist das denn für einer? Okay. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancer. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Gibt's hier die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Wounded Knee. Sehr gut, danke. Wo ist der? Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Was ist das denn? Eine Panzerfaust habe ich da genommen. Panzerfaust. Brauche ich doch nicht, oder? Was habe ich hier? Karabiner. Ah. Nee. Oh, ja, doch, komm. Schade, dass man nur zwei Waffen nehmen kann. Und schreien das Kriegsball blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Da ist er! Hier ist der Soldat, von dem ich sprach! Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein! Seht, ob ich recht habe! Wo ist er? Wo sind denn die anderen? Was? Ein schöner Tod! Wow! Schaltet mir den Rücken frei! Hunger, hier! Danke dir! Yeah.
eine Krähe! Oh Mann. Glaubst du? Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Oh. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Na? Oh! Oh, hier ist ja noch einer am Tänzeln. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Mega. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Boah. Richtig schön, ey. Hammer. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Okay. Eine Woche. Ist klar. Oh, Karabiner. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich... Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Elizabeth, hilfst du mal? Die Ermordung unserer Lady. Ich glaub da nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist doch alles Propaganda. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Mhm. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet... Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Die Rache des Propheten. Okay. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Kannst du das nicht aufmachen? Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ja, mach mal. Da. Wow, was? Ist das cool? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Was? Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay. Dann mach mal. Aber klar. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Mega. Booker, sehen Sie diese Risse?
Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Geschütz, schnell! Okay. Wow. Das war aber knapp. Comstocks Schuchshündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns so oder so. Slate! So, der Automat ist leer. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Der Spross des Propheten wacht von Monument Island aus über uns. Wann kommt sie zu uns? Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Ende. Hey Junge, ich habe gar nicht genug Kohle für die ganzen... Okay, was ist das? Ist das dasselbe? Seht, das Wunderkind, eine Prophezeiung wird wahr. Okay, ist nicht dasselbe. Nach nur 7 Tagen in Lady Comstocks Schoß kommt das Wunderkind zur Welt. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Die Zukunft unserer großen Unternehmung liegt in ihren kleinen Händen. Mhm. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Zu rar ist jener Schlag von Mann, wo der Feuerstein das Kriegsfall klopft. Jetzt, eine Stadt trauert. Lady Comstock. Lady Comstocks Grab in Emporia wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Columbia wird ihr Opfer niemals vergessen, verehrte Lady. Mein Gott, hier ist aber einiges im Argen. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Oh oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Okay. Hat er noch mehr auf Lager, oder? Siehst du, Booker? Vielleicht bist du doch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Gatlingern, mega geil. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. So, jetzt mach mal auf hier. Gib uns einfach, was wir brauchen. Erledigt. Fünf Picks benötigt. Soll ich das machen? Soll ich nicht? Nee, ich mach's nicht. Der Laden wurde geplündert. Verdammt. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Ist das... Slate. Was ist das denn? Er ist hier. Scheiße. Der Drecksack. Was ist das? Comstocks Schiffe. Scheiße. Kommt wegen Slate. Es war Slate, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slate, der die Tore Pekings stürmte. Slate! Slate!
Kommst, was kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Ist das du, Booker? Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Das war nicht die richtige Waffe, verdammt. So, ich nehme mal. Oh. Du bist nicht der Booker DeWitt, den ich kannte! Blechmann! Blechmann! Was stimmt denn nicht mit dem? Ha! Mega gut. So, Salze. Perfekt. Definitiv. Hier, bitte! Dankeschön. Wow! Verdammt! Komm schon! Oh Mann, wo sind die alle hin? Zeig mir, was du kannst! Der soll mal runterkommen, der Drecksack. So, jetzt kann ich hier rein. Ja. Ich nehme den Karabiner. Panzerfaust war schon mega geil, aber... Das lädt. Das ist das lädt. Was ist mit dem? Warum ist er denn plötzlich... Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Das lädt verschonen. Jetzt bist du ein Blechmann. Ein Blechmann. Ich verschone ihn. Okay. Mega geil. Drücken, um einen Elektroblitz abzufeuern. Halten und loslassen, um eine Schockfalle zu erzeugen. Ja, immer dasselbe. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Eines Tages vielleicht. Okay. Weiter geht's. Raus hier.
Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Ich nehme mal den Karabiner, da habe ich ein bisschen mehr Munition. Was? Wo? Das gibt's doch gar nicht. Brauchen wir Geld? Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Okay, verlassen wir mal die Halle der Helden. Mosquito. Ich habe das Gefühl, ich stehe hier auf zwei Seiten. Zwischen zwei Fronten, ey. Auf gar keiner Seite bin ich sicher. Cooles Teil, dieses Moskito. Mega. Okay. Sehr gut. Ah, Panzerfaust schon wieder. Die ist geil, die Panzerfaust. Keine Frage. Erledigt, ne? Unter! Seht nach oben! Wow. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch! Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell gestinkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Was? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Mein Gott. Okay. Hm. Die kann ich auch zur Sicherheit holen. Das ist auch geil. Heraufbeschwören, dank Elizabeth. Ja. Ich würde sagen, weiter runter, ne? Da geht's ja schließlich hin. Das sieht so mega geil aus. Also diese Mechanik, ey. Da haben die echt was Feines rausgeholt. So, ich weiß gar nicht, wo wir lang mussten. Hier gab es ja ein Buch, das ich nicht gefunden habe. Irgendwo ist hier ein Buch versteckt. Nur wo? Auf der Toilette vielleicht irgendwo? Habe ich nicht richtig geguckt? Silver Eagle. Irgendwo nicht richtig geguckt, vielleicht. Das sieht so edel aus hier. Hm. Nee. Schade. Finde ich einfach nicht. Ist hier irgendwas? Ich hätte das gern gesehen, wie die das dechiffriert. Schade, ey.
Mega, mega schade. So, was... Oh, eine Ladesequenz. Ich kann nichts finden. Oh, keine Munition mehr. Holy moly. Drehen. Oh, da ist er doch. Ah, okay. Oh. Ah, ich nehme lieber mal das Maschinengewehr. Mr. DeWitt, ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Was? Wo? Ja, wo hat ihr den hingezeigt jetzt? Okay. Ja, spielt keine Rolle. Das finden wir im nächsten Part raus, würde ich sagen. Was, wo die Ausrüstung steckt. Was als nächstes kommt. Oh, ich werde hier gerade richtig hart rangenommen. Mega. So. Sind alle weg. Komm raus. Okay. So. Das ist ein guter Abschluss. Ich habe den Patrioten, den letzten Patrioten quasi dieser Challenge, dieser Level, dieses Levels besiegt. Weiter geht's dann im nächsten Part, wollte ich gerade sagen. Was auf uns zukommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mal gucken, ob wir zur Lady Comstocks Schiff schon kommen oder etwas doch Unvorhergesehenes passiert. Finden wir im nächsten Part raus. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.